Aber ich... Ihr dürft mir da nicht böse sein. Für den Fall, dass ich es nicht mache und nicht mehr komme, dürft ihr mir nicht böse sein. Dann habe ich halt die Entscheidung getroffen. Das besteht immer. Diese Möglichkeit besteht immer. Da dürft ihr mir auch nicht böse sein. Egal, was mit mir passiert, ob es mir gut geht oder nicht, ob ich lebe oder tot bin, es ist scheißegal im Endeffekt. Das ist wurscht. Die Welt dreht sich ganz normal weiter. Egal, was ich mache oder nicht mache. Von daher wird es so sein, wie es kommt. Amen. Fuck. Ja, ist ja bei uns allen so. Ja, genau. Ich mag dieses Auto nicht. Als ich mit dem Aston Martin gefahren bin, hat es mir gefallen, weil der halt viel einfacher ist zu steuern. Der Aston Martin ist halt sauschwer, finde ich, aber richtig geil und aggressiv. Und das war richtiges AMS-2-Feeling. Und hier ist es eigentlich auch so ein Feeling, aber nicht ganz so. Ja, danke schön, Wolfnacht. Nacht die Nacht. Oder was auch immer du tust, hab Spaß dabei. Es bedeutet mir ja schon sehr viel, dass ich das hier machen kann. Ich habe zwar Tabletten neben mir, die ich immer wieder nehmen muss, dass ich überhaupt das hier machen kann, aber es ist egal, es passt. Das passt so, wie es ist. Und ich habe meine Rotation gefunden. Hey, deswegen muss ich eine Strecke auch ganz oft fahren, dass ich dann weiß, bei welcher Kurve ich welche Fußhaltung habe. Weil mal ist es halt, wie ich schon oft gesagt habe, ich habe sogar jetzt noch andere Rotationen hinzugefügt. Mal muss ich halt die Pedale, ne? Mit links und rechts. Wie ich halt schon oft gesagt habe, großer C, dann Ferse, linke Hälfte des Fußes, rechte Hälfte des Fußes. Mittlerweile habe ich jetzt schon obere Hälfte, untere Hälfte noch so ein bisschen, so seitlich noch ein bisschen. Also, dass ich ja nicht einen Teil des Fußes zu viel drücke. Weil wenn ich Socken ziehe, könnte ich sterben. Das muss ich morgen wieder. Also ich muss wieder Socken ziehen. Barfuß in Birkenstock zum Griechen gegangen. Ja? Geht das? Ja. Wie barfuß? Achso, Birkenstock, natürlich, klar. Okay. Achso, ja, ohne Socken. Naja, klar, weiß ich schon. Und war mir egal. Ich weiß nicht, ob ich in Kliniken gehen soll, komplett barfuß oder so. Das wäre da doch ein bisschen... Nicht barfuß, aber... Ich weiß. Nee, also dafür sind die Füße zu angeschlagen. Also, weiß ich nicht. Möchte ich keinem zumuten. Scheiße. Kleinen Fehler und schnell rück. Achso, wir haben. Interieur von diesem Wagen hier, weiß nicht, welchen ich gerade fahre. Sieht total billig aus. Aston Martin fährst du, den ich gefahren bin, ja. Wir haben letztens, was du jetzt sagst, World of Tanks, wir haben letztens einen. Oh, ist eine Wespe wieder, hallo. Bitte nicht wieder stechen. Und nicht in meinen Fuß. Wir haben letztens so ein Ranking gesehen. Von schlimmsten oder toxischsten Communities ever. So. Ich weiß aber nicht mehr, wer da alles dabei war. Also auf jeden Fall war LOL dabei. Und Platz 1 war GTA, RP oder GTA Online, was auch immer. Ich werde, glaube ich, ja, und was war denn da noch dabei? Ich weiß nicht, was da alles dabei war.
Dein, also die eine... Die eine Zeit zeigt ein, dass du 1,48 gefahren bist. Und die andere Zeit zeigt 1,47. Keine Ahnung, das kommt mir durcheinander mit diesem Ding. Ich kann mal schauen, vielleicht finde ich das. Ich habe es schon noch offen. Hat mir das denn geschickt? Aber World of Tanks weiß ich nicht genau, ob ich so viel Geld ausgeben kann. Ja, und ich darf das Tablet auf die Base schlagen, ey, scheiße. Ey. Hier, die 7 schlimmsten Online-Communities. 28. Juli, haben wir uns angeschaut. Platz 7 Ion. Okay, das habe ich damals gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Ich habe nie gespielt Ion. Es tut mir im Herzen weh, ein Spiel, das ich bei Release und so weiter, egal. Platz 6 Minecraft. Sie sind so krass, oder was? Ich habe das Spiel eigentlich gespielt. Platz 5 LOL. Ich dachte, LOL, dass erst LOL Platz 1 ist. Als ich so eine Statistik hier geschickt bekommen habe. Platz 4, ach, Platz 4 ist, dann geht der online. Okay, ich dachte, das wäre auf Platz 1. Oh Gottes Willen. Oh, ich dachte, das ist auf 1. Dann habe ich es falsch in Erinnerung. Okay. World of Tanks, hier. Es sind 2 Wespen über mir, die kreisen. Mal kurz. Moment. Hat er mir was gesagt, oder was? Hm? So, ich habe sie. Ist noch Ton hier? Das habe ich keinen Ton mehr. Sagt keiner mehr ja, was? Ja, ich höre dich noch. Okay. Ich habe sie hinaus begleitet. Habe ich gehört, wie. Mit ein paar Knusperregeln. So, ich rauche noch eine und dann. Reiz wieder. Ja, so, wenn ich so bedenke, dass ich dann jetzt gleich schlafe und dann. Echt? War das so schlimm, dass dann die Russen getrennt wurden? Okay, ja gut. Dass die jetzt getrennt wurden, ist ja sowieso klar. Davor schon, aber vor dem Krieg. Okay. Platz 2, Call of Duty. Und Platz 1, FIFA. Stimmt, FIFA war auf dem Platz 1. Ja, na klar, wegen Fußball, weil alle so toxisch sind. Auch in Real Life, wo ich erzählt habe, dass in Real Life gibt es ja die Hooligans und prügeln sich alle und im Spiel sind sie ja, naja, dann drehen sie ja durch und schimpfen und kacken sich auch gegenseitig an. Okay. Ja, ich musste die halt. Also kein Platz für so viele Leute hier, weiß ich mal. Technik. Hä? Kein Platz für so viele Leute mit den Wespen. Ja.
Oh. Moment. Nummer 3 ist da. Wie Nummer 3 ist da? Achso, Wespe. Ja, ist halt gefährlich, wenn ich jetzt hier zumache, ne? Und hab 3 Wespen hier. Dann ja, dann schläfst du nicht alleine. Ist doch gut. Alter. Ja. So. Ich habe sie in ein Glas getan und habe sie sanft hinausgebeten. Ist das Glas legal? So macht man es ja, oder? Ich hoffe, es ist nicht wieder beim Haus und scheiß Nest, oder? Was ja öfters kommt, bin ja ganz oben und dann tun sich manchmal über dem Dach so komische Nester bilden. Du bist schon weg, oder was denn hier sagst du? Vernünftig. Auch noch und dann mich wieder lang. So hätte ich mich morgen wieder fühlen, als wenn ich überhaupt nicht geschlafen hätte. Das ist krass, ja. So wie ich jeden Tag sagst du? Frech. So. Ich möchte mal das probieren. Ich habe das Auto noch nie probiert hier. Aber der Citroën Accord sagt, es ist gut. LMH-Hybrid-Auto. Ja, gespannt. Von Toyota. Ja, ich guck mal, wie lange ich noch mache. Ich wollte zumindest noch ein bisschen schlafen, bevor ich halt zum Arzt gehe. Ich habe auch keine Ahnung, wann ich jetzt hier ausmache. Ich dachte, dass es mit dem Ding noch 1-2 Tage bleibt. Dass es halt noch mitkommen bekommen. Und ich meine, die Leute, die jetzt in den nächsten 2-3-4 Tagen vielleicht hereinkommen, die interessiert es. Alle anderen ist jetzt sowieso nicht, weißt du? Die einmal im Monat da sind, bringt es ja nichts. Was bringt mir das? Jetzt die nächsten 2, die jetzt gestern oder heute reingekommen ist, die passt, das passt ja. Die kann man weiter mitnehmen, die anderen, ja wurscht. Dann kommen ja vielleicht auch wieder neue. Ich weiß nicht, ob ich Lust auf neue. Ja, dann bleibt noch bei meiner Idee, dass du einfach im Discord streams. So, ich mache mich jetzt lang, Wechsler. Jo, danke, dass du in überhaupt mitgefahren bist. War wild. Dankeschön. Ich berichte dann, ich bin auf jeden Fall noch da. Also ich werde es noch nicht aufgehen. Ich war noch da. Ja, bei mir, wie immer, ich kann es noch nicht sagen. Und was war denn morgen? Morgen war auf jeden Fall langer Arbeitstag. Und ich weiß ja halt auch nicht, ob ich dann nicht nämlich nach dem Arzt nochmal hinlege, je nachdem, wie ich vorher pennen konnte oder nicht. Weil ich muss ja wegen den Füßen allein schon da liegen, ja. Deswegen, mal schauen. Entweder wir fahren noch ein bisschen oder wir verpassen uns. Ist ja kein Problem. Kriegen wir hin. Ja, zur Not weiß ja, wo ich bin, ne? Auf dem Technis Server. Aber, frech. Ja, würde mich freuen, wenn du da mal dir die Zeit nimmst und den Wagen eine Chance gibst. Das macht echt Laune. Das ist erstmal frustrierend, ungewohnt. Aber wenn du danach in so einen GT3 oder so steigst, dann denkst du, ich, ist das hier ich hatte, Eisenbahnsimulator oder was? Ich hatte letztens das Gefühl, im GTE war geil, ich fahre total schnell, habe ich gedacht, in DRM dachte ich, oh Gott, bitte nicht. Die sind auch schnell. Muss mal eine halbe Stunde Chance geben, dann macht es richtig Laune. Okay. Von einmal Gas geben auf der Geraden, den dritten schalten und die erste Kurve nicht kriegen, da hast du das Feeling nicht. Da musst du
dem musst du echt Zeit erstmal geben, weil es wirklich anders ist als die Wagen, die wir bisher gefahren sind. So, das war... Das ist das Schlusswort. Das Schlusswort. Gutes Nächtle, bis später. Wieder bis später, Nachti. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Das ist, glaube ich, bei dem das FOV einstellen. Nochmal. Ich glaube, so ist komisch, oder? Jetzt war das die richtige FOV, aber das ist irgendwie seltsam. Aber für jetzt reicht's ja. Noch ein paar Minuten. Mal schauen. Das sind die neuen Hypercars, genau, die dann in dem Langstreckenrennen drin sind. Alter. Ui. Haben die überhaupt? Mal schauen kurz. Haben die überhaupt? Ja. Ah ja, die haben TCS. Da kann man so fahren. Müsste das Lenker doch wieder ausmachen, den Scheiß. Also bei neuem, komplett neuem Auto sind immer die Settings halt wild. Stopp. Gottes Willen, nee, nicht so. Wo ist denn das? Da. Im Endeffekt ist es ja das dann. Oh nee, geh weg. Im Endeffekt ist es ja das dann, oder? Wenn ich es so einstelle. Und weiter nach vorne gehe, habe ich ja fast das andere, oder? Das ist jetzt ein bisschen mehr zurück noch, aber ich will noch ein bisschen mehr vorne sogar. Wir schauen mal kurz. Was ist denn da oben überhaupt? Voll leise hier. Okay, so sehe ich halt die Curbs auch nicht mehr. Ja, ja, das ist egal. Ich muss noch was einstellen. Warte mal. Das Force Feedback auch nochmal ein bisschen höher. Uhu! Hybrid, oder? Warte mal. Recovery, HG-Mode, aber gibt's... Achso, das gibt keine Hybrid-Settings, oder was? Also bei Linkskurven sehe ich nichts. Alter, wie krass. Man sieht aber die Batterie da unten. Das sind diese grünen und gelben Striche. Das verbraucht nichts dann von denen. Schon mal kurz eine Runde so, wegen dem Linksfahren. Ich hatte sogar 7 Gänge das Auto, okay. Okay, du kannst voll über die Curbs fahren, oder was? Yo. Gott. Ich wollte mal schauen, wie weit es geht mit dem. Liegt schon ein bisschen tiefer als die GT3.
Ich werde erstmal so lassen. Passt schon erstmal so. Sichttür hinterher. Ja, denke ich mir auch manchmal. Das, gut, dass es nicht stört, der Scheinwischer. Krass, gell? Gut, dass die Bewegung auch nicht stört. So geht's. Recovery ist bei 5, okay. Okay, das gibt noch mehr AMS-2-Feeling hier. Halbarkal ist schon stark. Jo. Wieder ein bisschen Zeit verloren hier. So, ich hab's zweimal geschaut, oder? Wollte ich gar nicht. Ich dachte, ich schaue jetzt gerade die zweimal, aber hat ja 7 gegeben. Wir gehen den fünften. Scheiße, falsch genommen. Vergesst es, die Core-West. Ich vergesse sie immer. Ja, soll ja so realitätsnah wie möglich sein halt hier, deswegen sind die... Ist auch gerade nicht schlecht hier.
Wenn der Scheibenwischer ein bisschen stört. Wischer. Irgendwann Scheiß. Oh, nee! Hätte so viel Zeit gut voll gecuttet, der Schweinerei. Ja, der Gino, was willst du denn da? Das Gino, sag ich dir. Oh, voll die Zeit verloren. Krass. 0,6, wow. Einfach die Kurve ist so schlecht genommen, wie es nur geht. Nehmen und jetzt schon beschleunigen hier. Komm. Oh. Yay, das war's. Jo, das. Ich wollte halt spät bremsen. Meinst du wegen der Flex? Ja, kann sein. Ich merke selbst, ich bin richtig müde eigentlich. Es ist noch warm. Alexa? Also nee, ich hab's ausgeschaltet. Weil ich das Mikrofon deaktiviert habe vorher. Wie ich letzte schneller fahren soll. Sorry, ich muss da immer so hart lenken, das ist immer so krass und dann ist es immer einfach hart, ist er leise. In der Kurve. Das Force Feedback ist immer so wild. Das ist Gegenlenken dann. Komm. No risk, no fun. Ja. Oh. Hier, schneller, Vollgas, komm. Go, wir können das noch besser. Yes, I have you now. You're currently 17 seconds
fuck. Scheiße. Ja, jetzt können wir ein bisschen was riskieren, wenn wir keine Zeit haben. Schauen wir, was wir so hier rausholen können, so noch. So hier schneller und Vollgas. Viel früher Gas geben. Und hier muss ich vielleicht tiefer, eine hohe Vierer fahren. Ich wollte in zweiten testen, dass ich schneller raus beschleunige. Ging nicht. Zu langsam, zu schnell gewesen für den zweiten Gang. Boah! Und hier kann ich jetzt schnell raus beschleunigen. Bin ich nicht sicher, wo ich hier bremsen soll. Uiuiui. Mal schauen hier, vielleicht so nehmen. Oh! Okay. Und hier vielleicht spitzer und Vollgas. Geht nicht. Ich habe keine Ahnung. Die Kurve ist wild. Aber ich habe trotzdem Zeit gut gemacht. Nee. Wir probieren mal kurz den anderen. Was hat denn er hier? 1,31. Wir probieren mal kurz den, das Pandora zu. Den, das Klickenhaus. Das gleiche Auto quasi. Schauen, wie der fährt. Da müssten die Settings okay sein. So, nehmen wir nochmal kurz was. Mal gucken, den direkten Vergleich, aber ich hätte mit dem anderen Auto noch so viel Zeit gut machen können, aber da muss ich ein bisschen mehr üben. Mir drehen auch schon die Augen sehr, sehr heftig. So, okay. Gesicht hier. Dritter. Ich glaube, hier kann man immer einen Gang höher nehmen, oder? Oder tiefer, weiß nicht. Gute Nacht. War richtig scary mit dir. Schlaf schön. Angenehme Träume. Bis zum nächsten Mal. Zweiten Gang auch Vollgas geben. Boah, das Geräusch. Dong. Also der kann ja viel früher bremsen, Alter. Das kannst du dir nicht vorstellen. Was ist denn der für Bremsen? Halbes Formel 1 Auto hier.
Was zum... Uff. Also vom Gefühl her ist der stärker als der andere. Muss mich jetzt an den gewöhnen, weil andere Gänge teilweise... Vom Gefühl her ist der andere stärker. Der hier stärker als der andere. Schade. Doppelgas gegeben, haben wir gebremst. Spiel verloren. Mal ein Risiko, oder? Das, da habe ich aber Zeit verloren, weil ich zu weit raus bin. Weiß einer die Zeit von dem anderen? Ich komme mir hier schneller vor, wenn ich jetzt erst Kurve blöd gemacht habe. Jo! Ah! Ich muss loslassen, wenn ich rutsche, es ist zu spät. Ja, ist ja gut, Gino! Der Heli ist da, krass, voll nah. Immer so nah, oder was? So ist besser, ja, also spitz nehmen. Finde ich. Und die hier. Ne, ich muss die irgendwie anders nehmen. Keine Ahnung, den letzten. Der Curb ist aber so einladend. Der gehört. Ich bin mal froh, dass heute Mittwoch ist, dann kommt wieder Montevideo, beste. Boah, Alter. Sector one time's okay. Bremsen viel stärker, man darf nicht so viel bremsen. Ist total geil irgendwie, wenn man drauf klarkommt. Okay, bergauf war jetzt auch einfacher zu bremsen statt bergab. Ich habe extra losgelassen und dann geht er so weiter und mal kurz antippen soll die Bremse. So zum Beispiel, dass es schnell gewesen ist. Oh, mir ist immer so heiß beim Fahren. Ne? Lass mal nochmal Fieber messen irgendwie.
glaube, ich habe nur die eine schnell runtergefahren, das war's dann, oder? Ich bin nicht mehr verbessert. Cool, auf dem Server, wo der S-Tracker installiert ist, zeigt mir P-Tracker meine Zeit an. So, schauen wir mal die Zeiten. Wo sind denn die? Fuck, ich muss mal hier zumachen. Aber nicht, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt zu sortieren. Hier. Ich tue die mal zumindest oben hin. Okay. Wow. Wow. Okay. 1.31.914, 1.31.905. Huch. Aber da geht noch viel, viel mehr bei beiden. Also beim Klicken auf geht da noch viel, viel mehr, man tut da auch ein bisschen, also. Krass. Krass. Was wird's erwarten hier? So, dann nur mal als auf blöd. Mach auch mal wilde Sachen hier. Ich weiß nur, oh Gott. Egal, bisschen passt schon. Can't fight the moonlight. You can try to resist, try to hide from a kiss. Puls geht. Also, wir sind mal gespannt hier. So, dann schauen wir mal. Jo. Mal kurz einstellen die Batterie hier. Okay, passt. Boah, das ist wieder jetzt wild hier. So, ich habe ihn auf 100%. Sehr geil. Endlich mal gar keine Hilfen an. Ich werde mal wie ein Mann fahren. Wow. You're standing up, how do you feel about this mod? This Formula One mod here from RSS. It's fine, but first time for me on this track. I drove this car on Nürburgring and Hungaro. I'm new to this mod, but it feels great. But first lap here on this track. Whoa, lol, I love it.
My passion is in Formula One and the last time I drive a lot of GT3. Whoa. I'm driving GT3 and GTE. And I have no time for Formula One at the moment. Of course, all my buddies don't like Formula One, so I have to drive GT3, but it's fine. Here, DRS? Okay. I don't have to switch my sim hub. I need DRS. Yeah, it's great. It's an awesome mod. I bought this mod 2 or 3 weeks ago, but I never drive a lot with this. Yeah, I tried more. But if you drive 2 or 3 laps per week, it's yeah, you can't get used to it, you know? Do I have a DRS? Here, DRS soon? Oh, can use it the whole time. Oh god. DRS is on. Wow. There's no DRS sector here, so I can use it the whole time. Whew. That's crazy. And I can't really enjoy it at the moment because I'm very tired. It's 4 a.m. in the morning here. So I have to go to bed soon. But I really want to try on this track a little bit. Yeah, so great. Formula One main. This helicopter, man. So close. Fifth gear. Wow, okay. And DRS, go. Nach die Gens. Schau mal, kaum steige in Formel 1, kommen Leute, ne? Das ist krass. Ich bin jetzt 1 Minute in Formel 1 und schon kommen Leute und fragen, wie ich die Mod finde. Ist immer so. Erst GT3, 100 Runden passiert nicht. Ja, aber ihr fahrt das dann nicht. Ihr hasst das ja alle. Was ich nicht verstehe, aber ich mach. Ihr hasst das ja alle. Good night. Hey, Eric, I also like Formula 2 and 3.
from this from this guys from RSS. Did you try second and third formula mod? They're also great. I bought them all one day. Like kinda law Formula 3, that's so great. And Formula 2 2020 is also great. Formula 4 is boring. Shit, I forgot about DRS. Now. Ah, okay, too early. No risk, no fun. Oh, my God. Okay. I knew it. Yo, curb surfing, beste. Motor, I have to switch. MGHU muss ich auf Motor wechseln.
Why is the button not working? Here, I need mode. Motor, Engine. Hier, hallo? Dann geht das nicht. Ich kann bloß die Ding verstellen, aber ich hab hier... Naja, egal, ich mach Pause jetzt. Das passt schon, das passt schon. Ja, sind wir ein bisschen gefahren. Na, mal 1 Stunde 52 Aufnahme, passt doch. Machen wir Aufnahme, Stopp,